Lehmann, deutsche Sopranistin von Weltruf. Große Kollegen wie Enrico Caruso und Lauritz Melchior bewunderten ihre einzigartige Stimme. Das Publikum liebte ihre einfühlsamen und klaren Interpretationen. Wo auch immer die Primadonna sang, ihre Opern- und Liederabende waren gesellschaftliche und musikalische Höhepunkte. Hier in der Nähe von Santa Barbara verbrachte die Sängerin ihre zweite Lebenshälfte. Sie taufte das Anwesen Orpleet, nach der poetisch verzauberten Insel des Dichters Eduard Mörike. Oberhalb des Pazifischen Ozeans lebte sie gemeinsam mit ihrer amerikanischen Freundin Frances Holden. Seit dem Tod Lotte Lehmanns im Jahre 1976 scheint der Ort unverändert. Die Gegenwart der Sängerin bleibt spürbar. Hier trafen sich einst die europäischen Künstler, die nach Kalifornien in die Nähe der Traumfabrik Hollywood emigriert waren. Mit großen Dirigenten wie Bruno Walter, Arturo Toscanini oder Franz Schalk verband die Lehmann eine lebenslange Freundschaft. I think that you could compare her to an earlier Maria Callas. Ich denke, man könnte sie mit Maria Callas vergleichen. Als ich bei ihr studierte, erzählte sie, dass sie ihre Stimme oft mehr gefordert habe, als sie es hätte tun sollen. So habe sie auch mal falsche Noten gesungen oder sei über den Rhythmus hinweggegangen. Sie sagte, das war mir egal, die Intensität zählte und dafür gab ich mein Herz. Ich habe einen solchen Respekt für sie gehabt, dass ich konnte. Obwohl sie hat mir immer gesagt, bitte Grace, sag, nenn mich Lotte. Das war mir so schwer. Das fiel mir so schwer. Weil das war für eine, das war, wie kann man mit einer Göttin, mit einem Perdu sprechen? Das kann man nicht. Lotte Lehmann wird 1888 in der brandenburgischen Kleinstadt Perleberg geboren. Talent und Liebe zur Musik erbt sie von den Eltern. Der Vater, Beamter der mecklenburgischen Ritterschaft, ist Mitglied im heimischen Gesangsverein. Die Mutter hatte einst selbst von einer Musikkarriere geträumt. Nun legt sie vom knappen Haushaltsgeld ein paar Mark für Lottes erste Unterrichtsstunden beiseite. Der Vater ist skeptisch. Er wünscht sich für seine einzige Tochter eine solide Ausbildung zur Lehrerin oder Sekretärin. Die Familie zieht nach Berlin. Das kulturelle Leben lässt Lottes Sehnsucht nach einer Bühnenkarriere wachsen. Kurzerhand wendet sich der Backfisch an die berühmte Gesangslehrerin Etelka Gerster. Als Lotte ein Stipendium erhält, stimmt schließlich auch der Vater einer musikalischen Ausbildung zu. Im preußisch strengen Unterricht aber versagt Lottes Stimme immer häufiger. When I was a young student in Berlin, I was thrown out of the very famous singing school of Etelka Gerster. And I have yet a letter in which I was informed that I have neither a voice nor look. No intelligence, no diligence. It was really absolutely nothing. And that I never in my life would make a penny with my singing. Fortunately, she was slightly wrong with that. This was a moment in my life in which very easily I could have given up, but that I couldn't do that. I wrote a letter to Mathilde Mallinger, to a very great singer in her time, and asked her to hear me, which she did, and then my luck started. That is a sign that one has to go ahead. Schon nach einem Jahr Unterricht bei Mathilde Mallinger erhält Lotte in Hamburg ihr erstes Engagement. Am Stadttheater darf die Anfängerin zunächst nur in kleinen Rollen auftreten. Ich war sehr ungeschickt.
Wenn ich über die Bühne gehen musste, das war eine Katastrophe in drei Akten. Ich meine, ich habe immer gedacht, mein Gott, ich falle. Ich war sehr, ein Regisseur hat, der mich später dann mal gesehen hat, hat gesagt, er hätte es nie für möglich gehalten. Er hat geglaubt, dass ich eine der Unbegabtesten bin. Bei einem Gastspiel in Hamburg erkennt Weltstar Enrico Caruso sofort das große Talent der jungen Sängerin. Er ermutigt sie, sich ganz auf ihr Gefühl für eine Rolle einzulassen. Als der junge Kapellmeister Otto Klemperer ihr die Partie der Elsa im Lohengrin anvertraut, gelingt Lotte der Durchbruch. Sie lässt sich ganz in ihre Rolle fallen und von der Musik hinwegtragen. Aus Lotte Lehmann wird Wagners Elsa. Und 1914 kommt Hans Gregor, Direktor der Wiener Hofoper, nach Hamburg. Als er die 26-jährige Sopranistin hört, kommt es zu einer überraschenden Wende in Lottes Karriere. Ich hatte die Michaela gesungen und meine Kollegen haben gesagt, sing nur sehr schön. Der Direktor der Wiener Oper ist da. Ich fand das komisch, nicht wahr? Ich habe nicht gedacht, Wien war so ein Traum, so ein unmöglicher Traum. Aber den nächsten Tag rief mich der, Salter, der Agent Salter ins Hotel und der war sehr dramatisch. Erst hat er mich mal warten lassen, da hatte er Telefongespräche, wo immer diese Tausende so ich habe da gesessen, zitternd, ich war, was wird jetzt kommen? Und dann sagt er, also ich muss Ihnen eine Geschichte erzählen. Gregor, Sie wissen, wer Gregor ist, der kam nach Hamburg, um sich den Tenor anzuhören, er hat aber den Sopran engagiert. Hier unterschreiben Sie. 1916, mitten im Krieg, verlässt Lotte Lehmann Hamburg und macht sich auf die Reise nach Wien. Und sie sollte im Oktober 16 in der Wiener Premiere, es war eigentlich Weltpremiere, der Neufassung der Oper Ariadne auf Naxos die Rolle des Komponisten spielen. Erstbesetzung Marie Gutheil-Schoder. Nun erkrankte die Gutheil-Schoder, sodass Lotte Lehmann zur Premiere kam, hatte damit einen triumphalen Erfolg und einen ungeheuren Einstieg und war über Nacht der Liebling von Wien. Du gehst, Dächer, 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 du gehst, D
Trotz ihrer Erfolge sind die ersten Monate an der Wiener Hofoper schwer für Lotte Lehmann. Die Kollegen begegnen der Neuen mit Misstrauen und Zurückhaltung. Aber die angehende Diva setzt sich rasch über das Theatergezänk hinweg. Sie überzeugt das verwöhnte Wiener Opernpublikum. Wien war in zwei Lager gespalten, nicht wahr? Das kann man sich auch nicht vorstellen, wenn man nicht Wien kennt. Es war das Lager der Maria Jaritza-Anhänger und das Lager der Lotte Lehmann-Anhänger. Das war viel ärger als beim Fußball. Sie haben sich nicht wirklich bekriegt, aber es war schon sehr gefährlich. Und besonders pikant war es dann, wenn es Opern gab, wo beide gemeinsam aufgetreten sind. Und bei den Bühnenausgängen, wo also die Verehrer warteten, in Wien kamen die Herren in der Kärntner Straße heraus, die Damen in der Operngasse. Aber aufgrund der besonderen Freundschaft von Maria Jaritza und Lotte Lehmann haben beide Damen beschlossen, auch in der Operngasse aus verschiedenen Ausgängen herauszukommen. Das kann man nur verstehen, wenn man Wien kennt. Also in Wien ist das alles unsagbar wichtig. Steht auf der ersten Seite der Zeitung und die Kriegserklärung auf der zweiten. Der neue Wiener Star ist bald auch an den anderen großen Opernhäusern in Europa ein Begriff. Neben der ungewöhnlich intensiven Stimme ist es vor allem ihr großes schauspielerisches Gespür, das ihre Bühnenpräsenz ausmacht. In einem Chorus verschiedener Stimmen ist die Stimme Lotte Lehmanns schlagartig auszumachen. Die Innigkeit, die Warmherzigkeit, die sinnliche Komponente, das alles ist so gravierend, dass man es sofort heraushört. Sie hat Puccini gesungen und wie, aber alles ohne diese strenge Italianità, ohne dieses übertriebene Sentiment. Sie war eben immer sehr zurückhaltend. Ihr genügte die kleine Geste und dann von der aus über die Stimme entwickelte sich das Ganze. Besonders eng ist Lottes künstlerische Beziehung zu Richard Strauss. In der Lehmann findet er die Idealbesetzung seiner weiblichen Figuren. Ihre Glanzstücke sind Arabella, Frau ohne Schatten, Intermezzo und vor allem der Rosenkavalier. In ihrer Masterclass an der Music Academy of the West in Santa Barbara erinnert sie sich. I don't think I have to tell you what the role of the Marschallin has meant in my life as an artist. I have sung all three roles in Rosenkavalier. First as a young beginner, Sophie, later the bearer of the rose, Count Octavian, and then the Marschallin. And it is with a very nostalgic feeling that I have to watch K. McCracken to something which I would like to do if I have a voice. Okay. So you remember, no, you were on that side. And you were standing. You were standing. Yeah, over there. Shall I do it for you? I should. I am so glad for this excuse. Die Sonne, die Sonne, die Sonne.
Die Wiener Primadonna lässt sich ganz in Österreich nieder. Auch Vater und Mutter ziehen in die Nähe von Wien. Für die Eltern kauft sie ein eigenes Haus. Um die gleiche Zeit lernt sie den Bankier Otto Krause kennen. Also es war Geburtstag oder Weihnachten, der Otto Krause, der angeheirateter entfernter Onkel von mir war, war ein ungeheurer Lehmann-Anhänger. Und meine entfernte Tante, die Grete Krause, seine Frau, Hitzinger Hauptstraße, dort wo jetzt die polnische Botschaft ist, hat gewusst, dass ihr Mann die Lehmann so verehrt und hat die Lehmann eingeladen, ich glaube, sie hat auch eine Gage gekriegt, zu singen, entweder Geburtstag oder Weihnachten. Und ich glaube, das war das Letzte, was meine Tante von ihrem Mann gesehen hat. Die Affäre Lotte Lehmanns und die Scheidung der Krauses wirbeln in den Klatschspalten der Wiener Presse viel Staub auf. Doch der ehemalige K&K-Offizier Otto Krause ist der ideale Mann für die Sängerin. Er hat genügend Zeit, sie auf ihren Tourneen im In- und Ausland zu begleiten. Er kümmert sich um die Finanzen der Künstlerin. Und die beiden teilen die Lust an ausgedehnten Ausritten. 1926 heiraten sie. Lotte Lehmann war ja mit Otto Krause alias Jakobowitz verheiratet und wohl zunächst auch recht happy. Und dann lernte sie Anfang der 30er auf der Insel Sylt, wo sie ein Ferienhaus besaß, den Berliner Heldentenor Fritz Wolf kennen. Und das wurde wohl eine ganz heftige Liaison. Und der Wolf schlug ihr vor, doch in Berlin zu gastieren, damit man des Öfteren zusammen sein konnte. Und so kam es auch. Sie hat dann 1931 in einer Neuinszenierung der Meistersinger unter Furtwängler das Evchen gesungen. Leider kann man nur sagen, auch an dem berüchtigten Tag von Potsdam in Gegenwart der gesamten Nazi-Prominenz. 1934 offenbar hat Hermann Göring ihr das Angebot gemacht, doch in Berlin groß einzusteigen. Sie sollte also dort die Primadonna Assoluta werden. Sie sollte sich ihre Rollen selber aussuchen können. Sie sollte einen Titel bekommen, Staatssängerin, also nicht nur Kammersängerin und so weiter und so fort. Aber dann hat er dann die Bedienung gesagt. Das konnte sie dann nur in der Staatsoper singen bei ihm in seine Theater oder was er hat genannt als seine Theater da. Und dann konnte sie überhaupt nicht mehr außerhalb von Deutschland singen. Und hat sie gesagt, das konnte ich nicht antun, das konnte sie nicht annehmen. Die Abreise aus Berlin gleicht einer Flucht. Lotte Lehmann darf nicht mehr in Deutschland auftreten. Zurück in Wien stürzt sie sich in die Proben zu Arabella von Richard Strauss. Kurz vor der Uraufführung trifft sie ein weiterer Schicksalsschlag. Arabella war eine der größten Rollen von Lotte Lehmann. Ich habe die Wiener Erstaufführung 1934 gehört, da war sie phänomenal. Da war, ich glaube, die Mutter ist gestorben, entweder am Tag oder am Tag vor der Premiere. Und das hat sich wie ein Lauffeuer herum verbreitet in der Stadt. Und man hat nicht gewusst, wird sie singen oder wird sie nicht singen. Und sie hat dann gesungen und wunderbar gesungen und war natürlich für uns beeindruckend, dass sie da sagen muss, mir ist das, steige ich einem übers Grab.
Dem schmerzlichen Verlust der Mutter setzt Lotte Lehmann ihre Arbeit entgegen. Sie nimmt verstärkt Engagements im Ausland an. Sie tritt in Paris, London und Rom auf. 1934 gibt sie ihr Debüt an der Metropolitan Opera in New York und ihr erstes Konzert mit Arturo Toscanini. ...1936 sind die Salzburger Festspiele immer noch glanzvoller Treffpunkt der Musiker aus aller Welt. Im Programm wie jedes Jahr Wagners Meistersinger und Beethovens Fidelio. Lotte Lehmann verführt den Perfektionisten Arturo Toscanini zu einem bemerkenswerten Werkeingriff. In den 30er Jahren bekam sie gewisse Probleme mit der Höhe und Arturo Toscanini, der große Dirigent, von dem man ja immer gesagt hat, er stand in, wie man das so genannt hat, romantischer Beziehung zu ihr, hat einmal eine schreckliche Transposition für sie in der Fidelio-Arie gemacht, um den zweiten Teil einen halben Ton hinunterzusetzen, damit der hohe Ton, damit das H also ein B wird. Also Beethoven hat geschrieben, der blickt so still, so ruhig nieder, der spiegelt alte Zeiten wieder, das heißt Halbton hinunter. Toscanini hat für die Lehmann gemacht, der blickt so still und ruhig nieder, der spiegelt alte Zeiten wieder. Damit war der zweite Teil um einen Ton tiefer und das H wurde zum B. Now you know, I Fidelio, I have sung with very many conductors. And I it's a wonderful part, and it was really, for me, something very special. And with Toscanini, after I had overcome my terrible fear, it was really always as if one went on a fire to sing with him. Inspiration und Intimität zwischen Sängerin und Dirigent. Mühelos kann Lotte Lehmann den Maestro mit der Intensität ihres Gesanges auch persönlich fesseln. In den folgenden Jahren eilen Lotte Lehmann und Otto Krause von einem Konzertabend, von einem Erfolg und von einem Kontinent zum anderen. 1937 die erste Australien-Tournee der Lehmann. Oh, now here they are, madam. Oh, how sweet. Come here, come here. Come here. Will you laugh for me? No? But if I sing for you, will you laugh then? Ah, you don't like my singing? Oh, he was not very happy. Oh, thank you. Thank you, you are good birdie. Die knappe Freizeit nutzen Lotte und Otto Krause für ein damals noch ungewöhnliches Hobby, privates Filmen. Viele ihrer Eindrücke und Erlebnisse sind durch Lottes eigenes Filmmaterial dokumentiert. Auf den luxuriösen Hotelschiffen der 30er und 40er Jahre treffen sich die Stars der alten und der neuen Welt. Verträge an der Metropolitan Opera führen Lotte Lehmann immer wieder nach New York zurück. Trotz seines angegriffenen Gesundheitszustandes begleitet sie fast immer ihr Ehemann Otto Krause.
Gatte einer Sängerin hat eigentlich kein sehr schönes Leben, finde ich. Man ist doch immer im Schatten, nicht wahr? Und er war ein Mann, der, glaube ich, der war sehr elegant und sah sehr gut aus und würde sich wahrscheinlich mehr gefreut haben, wenn er selbst im Mittelpunkt gestanden hätte. Aber er hat sein eigenes Leben eigentlich total aufgegeben und sich ganz mir gewidmet. Die diesjährige Reichstheaterfestwoche fand zum Zeichen der ewigen Einheit deutschen Kulturschaffens in Wien statt. Nach dem Anschluss an Deutschland erhält Lotte Lehmann auch in Österreich Auftrittsverbot. Die Nationalsozialisten enteignen den gesamten Besitz. Lotte beschließt, in den USA zu bleiben. Ich schrieb damals Lotte Lehmann, warum haben Sie sich mit den neuen Verhältnissen nicht engagiert? Die und die und die wären doch in Deutschland geblieben und Sie könnten doch auch hier eine schöne Karriere machen. Und daraufhin schrieb sie mir, das konnte ich nicht, denn ich musste ja an die vier Kinder meines Mannes denken, der in erster Ehe mit einer Jüdin verheiratet war und nun vier Halbjuden hat. Herr Krause hatte drei Söhne und eine Tochter. Lotte gelingt es, Otto Krause und seine Kinder über die Schweiz und London zu sich nach New York zu holen. Aus einem ursprünglich geplanten Gastspiel in Amerika wird für Lotte Lehmann ein jahrzehntelanges Exil. Aus der Heimat hinter den Blitzen rot, da kommen die Wolken her. Aber Vater und Mutter sind lange tot, es kennt mich dort keiner mehr. Wie bald, ach wie bald, kommt die stille Zeit, da ruhe ich auch, da ruhe ich auch. Und über mir rauscht die schöne Waldeinsamkeit, die schöne Waldeinsamkeit. Und keiner kennt mich mehr hier, und keiner kennt mich mehr hier. Seine fortgeschrittene Tuberkulose zwingt Otto Krause, ein Sanatorium in der Nähe von New York aufzusuchen. Für seine Behandlung und den Unterhalt der gesamten Familie kommt Lotte nun allein auf. Zusätzlich zu ihren Opernverpflichtungen übernimmt sie Soloauftritte. Lotte bewältigt das enorme Arbeitspensum mit der geübten Disziplin einer Primadonna. Lotte Lehmanns Liederabende in der New Yorker Town Hall sind stets ausverkauft. Das Lied gibt ihr die Möglichkeit, ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Künstlerische Reife und menschliche Erfahrung treffen sich in der Interpretation. Im Januar 1939 stirbt Otto Krause. Unter großer Anspannung bricht Lotte zu einer lange geplanten Tournee nach Australien und Neuseeland auf. Ich will dich nur sprechen.
Zurück in New York findet die völlig erschöpfte Lotte Ablenkung bei ihren Stiefkindern und ihren amerikanischen Freundinnen. Sie möchte das Singen ganz aufgeben und einen neuen Anfang wagen. Lotte überredet Frances Holden, eine ihrer Verehrerinnen, zu einer Fahrt quer durch den Kontinent. Ein Aufbruch nach Kalifornien. Lotte Lehmann überzeugt die wohlhabende Frances Holden, das Anwesen Knapp's Lodge in den Bergen von Santa Barbara zu kaufen. Sie ist auf die materielle und menschliche Unterstützung der Freundin angewiesen. Frances Holden gibt ihre Psychologieprofessur in New York auf. Sie hofft, der verehrten Sängerin die Freude an der Musik wiederzugeben. In der Einsamkeit der Berge beginnt die lebenslange Freundschaft zwischen den beiden ungleichen Frauen. Die 53-jährige Lotte und die 12 Jahre jüngere, zupackende Amerikanerin sind ideale Gefährtinnen und bekannt für ihre Gastfreundschaft. Ich war mit Walters sehr befreundet und Thomas Mann kam raus und hat uns besucht mit seiner Familie draußen in Santa Barbara. Und wir hatten ein sehr schönes Haus oben auf den Bergen, das nach kurzer Zeit niedergebrannt ist. Und Thomas Mann kam auf diese Riesenterrasse und sah umher und sagte, das ist ja hier wie eine Mondlandschaft. Die ruhige und erholsame Zeit in den Bergen dauert nur 6 Wochen. Dann nähert sich ein riesiger Waldbrand. Die beiden Frauen fühlen sich zunächst in Sicherheit und filmen das Schauspiel. Schließlich müssen sie doch fliehen. Lotte und Frances können sich von der Versicherungssumme ein neues Haus in der Nähe der Pazifikküste kaufen. Sie nennen es Orplid. Lange Ausritte, das morgendliche Bad im Ozean und der gemächliche Rhythmus auf Lottes Trauminsel Orplid lassen sie ihre Lebenskrise überwinden.
Lotte wendet sich dem Malen und Schreiben zu. Sie nimmt wieder erste Engagements an. In Santa Barbara findet sie ihre zweite Heimat. Lotte Lehmann wird amerikanische Staatsbürgerin. Man hatte auch so einen Open Day, also so einen Donnerstags- oder einen Circle in dem Haus und dann am nächsten Tag dort. Und man traf sich, da waren also Heinrich Mann und seine Nelly und da war die ganze Sippschaft, Thomas Mann samt Erika Mann war da. Es wohnte Fritzi Massari in der Nähe und so weiter. Man war sich ja auch im Grunde genommen sehr einig, auch politisch einig, dass man in den bestimmten Jahren etwas tun musste, um gegen Nazi-Deutschland zu opponieren. Man hielt Reden, man arbeitete Reden aus und so weiter und so fort. Es waren musikalische Veranstaltungen, an denen Lotte Lehmann sang. So war es dann. Sie wurde auch ein bisschen rumgereicht und sie machte das also im Grunde genommen ganz gerne. Und 1948 erfüllt sich für die Hobbyfilmerin ein geheimer Traum. Lotte übernimmt eine Rolle in einem Hollywood-Film. In Big City spielt die deutsche Emigrantin eine jüdische Großmutter. Beim Happy End schmettert sie zusammen mit ihrer Filmfamilie God Bless America. Ein Bekenntnis zur neuen Heimat. Mitte der 50er Jahre gründet Lotte Lehmann zusammen mit Frances Holden unter Unterstützung von namhaften Künstlern in Santa Barbara die Music Academy of the West. Bis heute unterrichten hier bedeutende Musiker die junge Operngeneration. Lotte Lehmann wird zur wichtigsten Interpretationslehrerin. Unter ihren Schülern Grace Bumbry, Karen Armstrong, Marilyn Horn und Evangeline Noel. You know, Evangeline, you are too serious with this song. This is a person who is absolutely intoxicated by love. The words are very unimportant. It tumbles out. I will show it to you, yeah? Oh, liebliche Wanne, mach dir Verlangen, reise zu schauen mit Fleiße, und dies nur allein ist nicht, was ich meine. Zu schauen, zu rühren, zu grüßen, zu küssen, ja, mach dir Verlangen, oh, liebliche Wanne, ihr macht mir Verlangen, oh, liebliche Wanne. Die Frau Lehmann zeigte mich, was es heißt, eigentlich einen Text zu interpretieren, auch eine Rolle zu interpretieren. Und das war, wie sagte, eine andere Welt. Sie hat mich gelernt, wie wichtig das ist, in den anderen Schuhe reinzusteigen. Das heißt, an die Schuhe von dieser Rolle, von ob es Eboli oder Carmen oder Amneris oder Norma ist, weil man muss diese Person sein und nicht Grace Bumbry. Ja, na, die ist mein großer Stolz. Natürlich, was soll ich sagen, ich sage gar nicht, dass ich das gewesen bin. Ich meine, ich habe geholfen, aber ihr größter Lehrer war Gott. Ich meine, der hat ihr das große Talent gegeben. Man kann ein großes Talent nur erwecken. Man kann es ja nicht kreieren. Das ist ja unmöglich. Die Lotte Lehmann war mein Mentor gewesen. Und sie hat das alles für mich gemacht. Alles. Vorsingen so arrangiert, Reisen arrangiert und das ganze europäische Musikleben gezeigt. Und also ein besseres Eintritt in diese europäische Welt hätte man nicht verlangen können.
Lotte Lehmann begleitet Grace Bunbury 1959 nach Europa. Sie sorgt dafür, dass sie als erste schwarze Sängerin in Bayreuth auftritt. Lotte Lehmann hat ihr Können an die neue Generation weitergegeben. Sie selbst verabschiedete sich am 16. Februar 1951 mit einem Liederabend in der New Yorker Town Hall von ihrem Publikum und der Bühne. So, when I say goodbye to you, I say goodbye not to a public, but it is as if I say goodbye to a very beloved person. And if sometimes it was possible for me to take you with me on my flight into beauty and into a better world, then perhaps I have achieved a fraction of what I wanted to give you. Thank you.